Hi Leute, willkommen zum nächsten Video. Das Gorillapod ist ja so ein bisschen ein Segen für einen Filmmaker, aber auch irgendwie ein Fluch. Ja, man kennt es aus den Videos von Casey Neistat, wo es dann dauernd umkippt und einfach irgendwie unstabil ist und man fühlt sich irgendwie nie so richtig sicher mit dem Teil. Und vor kurzem kam das gute Stück hier raus, das ist das Switchpod, was den totalen Hype erlebt hat. Und ob das mit dem Gorillapod mithalten kann, das checken wir mal in dem Video zusammen ab. Viel Spaß! So, ja, das Switchpod ist ja so ziemlich explodiert über die letzten paar Monate und Peter McKinnon hat es auf seinem Kanal vorgestellt. Es ist das neue beste Vlogging-Stativ. And here it is. It's great. Look at that. This is the Switchpod. Und etliche andere Filmmaker, also Influencer Marketing for the win. Good job, Switchpod. Bevor wir ins Video starten, eine Sache kurz vorweg. Am Ende gibt es ein Gewinnspiel, wo ihr eins von beiden gewinnen könnt, also ein Gorillapod oder ein Switchpod. Von daher bleibt auf jeden Fall dran. Und ja, noch natürlich kurz ein shameless Plug vorneweg. Wenn euch der Content gefällt, dann haut gerne mal zwischendurch auf den Like-Knopf und lasst natürlich auch gerne ein Abo mit der Glocke da, weil YouTube euch nicht den Content zeigt, den ihr auch abonniert habt, sondern YouTube zeigt euch den Content, wo YouTube denkt, dass er zu euch passt. Okay, genug dazu, ich bin fertig, los geht's. So, und ich würde sagen, wir kommen zum ersten Punkt, und zwar Stabilität. Ich denke, das ist der wichtigste Punkt, weil im Endeffekt packt ihr eure Kamera hier rauf, die mehrere hundert oder mehrere tausende Euro kostet. Und gerade mit einem Objektiv oder je nachdem, was ihr für einen Kameratyp habt, werden die natürlich auch super schwer. Und dann ist natürlich Stabilität ein ganz wichtiger Punkt. Und ich meine, wer kennt es nicht aus den Videos von John Olsen, Casey Neistat und von den ganzen Vloggern? I think I'm setting this thing up securely. It feels secure. Is it secure? Yes, it's secure. By the time I turn around, the camera has fallen over. Wie viele Leute mit dem Gorillapod einfach zu kämpfen hatten und ich auch. Man stellt das immer mit so einem gewissen, hält's jetzt? Man ist sich nie so wirklich sicher, ob man das jetzt wirklich richtig gut hingestellt hat. Und je nachdem, wie sich das Gewicht verlagert, kippt es vielleicht doch um oder ein Bein gibt nach oder es ist relativ schwierig. Und vor allem muss ich auch sagen, das ist jetzt hier relativ neu, deswegen ist es noch relativ schwer, das irgendwie zu bewegen. Aber gerade wenn ihr Gorillapods habt, und ich habe hier einige, ich habe jetzt hier von jeder Variante mal irgendwie eins. Und gerade wenn ihr die ein bisschen länger habt, dann fangen die an total auszuleiern. Und ich sag mal, auf das stelle ich meine GR5 auf gar keinen Fall mehr, weil das gar nicht mehr hält. Und das kleine hier nutze ich noch für die Action Cam, dafür reicht es noch aus. Aber hier gehen sogar teilweise die Beine einfach so ab. Also, ich weiß auch nicht. Die leiern halt irgendwann aus. Und das Ganze passiert euch mit dem Switchpod auf jeden Fall nicht, weil das einfach drei feste Standbeine sind, die können nicht ausleiern. Die sind hier unten so über Magneten so ein bisschen befestigt, dass sie nicht einfach die ganze Zeit auf und zu klappen. Und sobald ihr das hinstellt, ist das wirklich bombenfest. Also ihr habt dieses Feeling, was ihr beim Gorillapod habt, so dieses kurze, habe ich ihn jetzt richtig hingestellt? Das habt ihr hier nicht. Hier könnt ihr echt eine Red draufpacken mit einer Cinema-Linse, die super schwer ist, noch ein Mikrofon oben drauf. Das Teil ist bombenfest. Also hier könnt ihr echt einiges raufstellen. Ich habe auch ein paar Bilder gesehen, damit wirkt der Switchpod auch. Von daher geht für mich der Punkt Stabilität ganz klar an das Switchpod. Und eine Sache, die ich noch sagen muss, beim Switchpod, gerade jetzt zum Vloggen, ist es einfach total angenehm, weil das einerseits erstmal leichter ist. Dazu komme ich auch gleich noch zum Gewicht. Und es fühlt sich einfach ergonomisch schöner in der Hand an zu vloggen, ja, wenn ich jetzt das hier so habe. Und ihr habt ja hier diese Einsätze für die Finger, wo ihr es festhalten könnt. Und hier oben auch nochmal, das heißt, wenn ihr ein bisschen dichter an eurem Kopf sozusagen die Kamera festhalten wollt, dann könnt ihr es hier oben festhalten. Wenn ihr es ein bisschen weiter weghalten wollt, könnt ihr es hier unten festhalten. Also das ist echt gut gelöst, fühlt sich besser in der Hand an. Es ist stabiler als das Gorillapod. Deswegen geht der Punkt Stabilität und vielleicht auch so ein bisschen Komfort oder Ergonomie ganz klar für mich an das Switchpod. Kommen wir zum nächsten Punkt, Flexibilität, und ich meine, man kann es vielleicht schon ahnen, der Punkt geht für mich 100% an das Gorillapod natürlich. Dadurch, dass ihr halt jetzt, sag ich mal, nicht so feste Beine habt wie jetzt bei dem Switchpod, habt ihr natürlich die Möglichkeit, das Teil überall festzumachen, egal ob ihr einen unebenen Boden habt oder ob ihr es irgendwo in einem Zaun wickeln wollt oder irgendwo kopfüber ranhängen wollt, ihr könnt das wirklich überall festmachen, und durch diese Gummilaschen hier an der Seite hält das halt auch überall sehr gut. Und vor allem den ganz großen Pluspunkt sehe ich beim Gorillapod oben mit dem mitgelieferten Gelenkkopf, den ihr hier habt. Der funktioniert richtig gut. Ihr habt hier oben so eine Quick-Release-Platte. Die habt ihr nicht bei jedem Modell. Die habe ich jetzt hier bei dem 5K-Modell. Da könnt ihr einfach die Kamera schnell abmachen und schnell wieder ranmachen. Und dann natürlich den Gelenkkopf, wo ihr einfach
jederzeit, wenn ihr, sag ich mal, unebenen Boden habt, dann könnt ihr die Kamera gerade stellen, könnt es wieder locker machen und ihr könnt es dann in den vertikalen Modus packen, wenn ihr irgendwas für Instagram shooten wollt oder für TikTok, was weiß ich, was ihr shooten wollt, dann könnt ihr es wieder hochdrehen. Ihr könnt die Kamera hier locker machen und könnt sie drehen, das heißt, ihr könnt was in die Richtung shooten und könnt sie umdrehen und könnt dann was vloggen. Also da habt ihr natürlich mega viele Möglichkeiten. Ihr könnt die Kamera auch die ganze Zeit im Kreis drehen, wenn euch ganz langweilig ist. Also da habt ihr natürlich super, super viele Möglichkeiten und seid total flexibel, was ihr halt bei dem Switchpod nicht habt. Und ja, zu dem Thema komme ich dann auch gleich nochmal. Noch eine Sache zur Flexibilität. Ihr habt bei beiden die Möglichkeit, das nochmal zu erweitern. Ihr könnt hier bei Joby nochmal so einen Kopf nachkaufen, wo ihr dann Lichter ranhängen könnt und Mikrofon ranhängen könnt oder was auch immer ihr ranpacken wollt. Und beim Switchpod ist das so gelöst, dass ihr hier an der Seite so eine Schrauben sozusagen habt, wo ihr dann nochmal irgendwelche Arme ranbauen könnt. Die Möglichkeit habt ihr bei beiden gegen Aufpreis. Ich bin schon im Schnitt und eine Sache ist mir auch gefallen, die total wichtig ist und die ich auf jeden Fall nicht vergessen darf, und zwar wie man die Stative hinstellt. Und das war beim Gorillapod immer so ein kleiner Pain in the Ass. Das heißt, man hat das im Vlogging-Modus gehabt, ja, und es ist auch nicht so angenehm, wie vorhin schon erwähnt, in der Hand hier. Man muss dann immer die Beine so ein bisschen auseinander tüdeln, bis man das überhaupt irgendwie hinstellen konnte, dass es safe ist. So, gerade machen. So, fertig. Das heißt, es dauert echt ein bisschen, bis das überhaupt erstmal steht. Und dann, wenn ihr nachher wieder zurück zum Vlogging-Mode gehen wollt, dann müsst ihr das erstmal wieder alles so hindrehen, dass das für euch passt. So, hier festmachen und es kann losgehen. So, beim Switchpod ist das alles relativ einfach. Wenn ihr am Vloggen seid, bla 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 bla, und ihr wollt es hinstellen, macht ihr einfach nur diesen Move, zack, und das Ding steht. Also es steht wirklich innerhalb von nicht mal einer Sekunde. Wenn ihr weitergehen wollt und weiterreden wollt, einfach zack und weiter geht's. Also das geht wirklich blitzschnell, das gefällt mir im Switchpod richtig gut, dass ihr einfach da in dem Bereich so flexibel seid und einfach von Vlogging-Mode bis hin zu hinstellen, bis hin zu wir gehen jetzt mal weiter und vloggen wieder, sind das halt echt überhaupt wenige Sekunden und dafür habt ihr halt mehr Stabilität. So, kommen wir zum nächsten Punkt, und zwar so ein bisschen Größe und Gewicht. Und ich muss ganz ehrlich sagen, das Gorillapod hat mich beim Reisen in letzter Zeit einfach so ein bisschen auch genervt, weil das einfach so riesig und so bulky und so schwer ist. Da ist das Switchpod natürlich super, super einfach. Das ist dünn, das ist leicht, das ist stabil, es passt überall mal eben rein. Ich kann es bei meinem Fotorucksack in die Seite reinsliden. Ich habe auch die Möglichkeit, es irgendwie hier über diese ganzen Löcher, die es hat, festzuklippen. Manche klippen das sich vorne am Rucksack fest oder ich kann es hinten am Rucksack festklippen oder ich kann es einfach so tragen. Also es ist echt zum Reisen absolut überhaupt gar kein Pain in the Ass. Wobei das einfach durch diese Gummilaschen, die halt beim Befestigen nützlich sind, ist es halt super schwer, das dann irgendwo reinzustecken, weil das überall kleben bleibt. Und es ist halt einfach größer. Also ich könnte es auch am Rucksack festklippen, so ein bisschen. Aber ich weiß nicht, es ist halt nicht dafür gemacht. Also ja, für mich auf jeden Fall ganz klar beim Traveln und für unterwegs der Switchpod der klare Gewinner. Und kommen wir mal zu den letzten beiden Sachen, die ich ansprechen möchte. Ist für mich das Switchpod jetzt ganz klar die Nummer 1. Und ja, aber irgendwie auch nein, aber irgendwie doch ja. Aber ich habe zwei ganz große Kritikpunkte, die mir noch gar nicht gefallen. Und zwar ist das erste Mal, ist es so gut durchdacht. Von hier bis hier ist das Teil für mich super gut durchdacht. Aber ich frage mich, warum sie keinen Gelenkkopf hier mit reingepackt haben. Ja, das Joby kommt in den meisten Fällen mit einem Gelenkkopf dazu, je nachdem, was ihr für eine Variante bestellt. Und beim Switchpod gibt es die Möglichkeit nicht. Da könnt ihr einfach dieses Teil hier bestellen. Und das für den Preis, wo ich gleich noch zu komme, von $100 gehört für mich einfach ein Gelenkkopf dazu. Dadurch, dass das Teil halt fest ist und ihr jetzt, sage ich mal, die Länge von den Beinen auch nicht anpassen könnt, wie jetzt bei so einem Stativ zum Beispiel, um das Bild gerade zu machen, gehört für mich einfach ein Gelenkkopf dazu, wo ich die Kamera dann, wenn ich es ein bisschen schräg hinstellen muss, weil der Boden uneben ist, dass ich oben die Kamera gerade machen kann. Ja, ich kann jetzt einen Gelenkkopf von Joby noch nachkaufen oder von irgendeiner anderen Firma. Ihr braucht dazu noch eine Adapterschraube, weil die hier zu klein ist für den Joby Gelenkkopf. Ich packe euch alles unten in die Videobeschreibung, wenn ihr irgendwas kaufen wollt. So würde das für mich viel mehr Sinn machen. Warum ist das für den Preis nicht dabei? Das ist für mich ein riesiger Kritikpunkt, was ich nicht verstehen kann, weil das so gut durchdacht ist. Aber hier hört es für mich auf und das verstehe ich nicht. Und kommen wir zur letzten Sache, die ich ansprechen möchte, und zwar zum Preis und zur Lieferung. Ja, und kurz vorneweg, das Joby bei Amazon. Das hier ist die 5K-Variante. Ein Tag bestellt, nächsten Tag da, 100 Euro mit Gelenkkopf, alles cool. Teuer, aber geht schnell und ist alles da, was man braucht. Ja, ich kann damit loslegen, habe einen Gelenkkopf, cool. Das Switchpod ist noch relativ neu, ist ja ein Kickstarter sozusagen, und dadurch ist es momentan, aktuell Stand Anfang 2020,
nur aus den USA lieferbar. Das heißt, auf die $100 für dieses Aluminiumteil hier müsst ihr erstmal nochmal $20 ungefähr Versand rechnen, damit das überhaupt nach Deutschland geschickt wird. Dann hat das 4 Wochen gedauert, bis das erstmal überhaupt hier in Deutschland angekommen ist. Und dann geht das natürlich direkt zum Zoll, weil Paket aus den USA. Und ihr müsst noch zum Zoll fahren und müsst noch Steuern nachzahlen. Die Steuern kann man sich dann wohl aus den USA wieder irgendwie zurückholen. Aber ja, ist halt, sag ich mal, ein Pain in the Ass. Es kostet Geld, es kostet Zeit und es dauert ewig. Und ihr zahlt im Endeffekt für dieses Metallteil hier um die 140 Euro, je nachdem, ob ihr die Steuern zurückbekommt oder nicht. Und vor allem, ich meine, hier oben steht es drauf, Made in China. Das heißt, es wird erstmal aus China nach Los Angeles geschickt und von da aus dann nach Deutschland. Das ist für mich halt irgendwie noch voll der Pain in the Ass. Also ich habe jetzt für das ganze Teil hier 140 Euro bezahlt und ich denke, da müssen sie einfach noch an der Logistik arbeiten. Packt das Ding auf Amazon, dass es hier einfach schnell lieferbar ist und packt einen Gelenkkopf mit rein. Einfach, das gehört für mich bei dem Preis einfach mit dazu. Aber ja, so viel dazu. Schreibt mal gerne eure Meinung in die Kommentare, welches ihr besser findet. Ich selbst muss sagen, ich finde das Teil super genial. Ich habe zum Anfang nicht gedacht, dass ich es so cool finden werde, aber ich denke, dass es wirklich mein Vlogging-Ersatz werden wird. Gerade wenn ich jetzt unterwegs bin, in irgendwelche Städte fahre und so weiter, und viel Travel, dann würde ich eher das einpacken plus Gelenkkopf als das Gorillapod, einfach weil es so leicht ist und so angenehm und so gut zu vloggen und auch die Stabilität ist nice. Von daher mit Gelenkkopf würde ich das auf jeden Fall den Gorillapod vorziehen. Aber ja, das Gorillapod nutze ich zum Beispiel jetzt noch für meine Osmo Action, sag ich mal, finde ich noch super genial, weil das ist eine Kamera, die ich wirklich überall mal festmachen muss in irgendwelchen komischen Perspektiven. Da finde ich das Gorillapod noch sehr, sehr nice. Ob ich jetzt das Große noch weiterhin nutzen werde, weiß ich momentan ehrlich gesagt noch nicht, weil das sind dann doch viele Stative und zum Travel nehme ich das, für zu Hause nehme ich das Große, für die Actioncam nehme ich das. Und ich denke, das wäre eher dann wahrscheinlich ein Stativ, was ich in der Ecke liegen lassen würde. Kommen wir zum Gewinnspiel. Wenn ihr eins von den Teilen haben wollt, ich gebe eins an euch weg. Ihr müsst gar nicht so viel machen, ihr müsst einfach nur Abonnent des Kanals sein natürlich und dem Video einen Daumen nach oben geben und schreibt mal in die Kommentare, welches ihr gerne haben möchtet, Gorillapod oder Switchpod. Und warum? Und das Ganze läuft 2 Wochen, das heißt 2 Wochen nach dem Video gibt es auf Instagram, Instagram findet ihr hier, @thilowitting, gibt es auf Instagram eine Story, wo ich dann per Zufallsgenerator den Gewinner auswähle. So, wenn ihr kein Instagram habt, schreibt das in den Kommentar, dann schreibe ich euch auf Facebook oder auf YouTube, wenn das irgendwie geht und dann kriegen wir das schon irgendwie hin. Aber ich werde auf Instagram eine Story posten, 2 Wochen nach dem Launch des Videos, wo ich den Gewinner preisgebe. Und wenn ihr nach dem Gewinnspiel kommt, kein Stress, abonniert einfach den Kanal auch gerne. Es wird noch viele Gewinnspiele geben, umso größer der Kanal hier wird, umso mehr möchte ich auch an zurückgeben dann. Von daher bleibt gerne dran für weitere Wünsche. Alright, das war's von mir. Ich hoffe, euch hat's gefallen. So viel zu den Stativen. Lasst wie gesagt gerne ein Like da. Ihr wisst, der YouTube-Algorithmus und so. Und bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao.